Es ist schon morgen. Und unser Holz ist weg. Naja. Morgen. Morgen. Ich bin bewaffnet. Oh, ich mach mir lieber ein Steinschwert. So. Hallo? Niemand da? Okay, das finde ich gut. Es ist nicht zufällig so. Ich muss mal eben nachschauen. Wow, ich bin noch auf friedlich. Okay, das erklärt einiges. Ich mach mal wieder Monster an. So. Okay, wir hätten in der Nacht gar nicht unbedingt reingehen müssen. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja, gut, dann halt nicht. Und so. Ja, gut. Dafür hätte ich jetzt gesagt, schlagen wir uns noch ein paar Bäumchen. Zum Beispiel die, die neben unserem Haus wachsen. Ach, jetzt kriege ich das Achievement. Okay. Ah, man muss da mit der Axt draufhauen. Das erklärt einiges. So. Holz, 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 Holz. Holz, 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 Holz. Schubidu, Schubidu. Ich hätte gesagt, als nächstes gehen wir dann mal in eine Höhle, wo wir dann versuchen, ein bisschen Kohle zu finden. Oder Eisen, wäre natürlich auch super. Oder Diamanten. Haha. Wovor ich jetzt nicht zu viel erhoffe von der ersten Höhlentour. Ja, jetzt müssten wir nur noch eine geeignete Stelle finden, wo wir das dann auch, wo wir uns dann hineintrauen. Oh, was ist das denn? Guck mal da hinten. Was ist das denn? Da fliegt was. Aber guck mal, wie cool das ausschaut hier. Boah, das ist ja eine geile Map. Wow. Ey, wie cool ist das denn? Da oben ein Haus drauf bauen. Boah. Das ist ja geil. Da ist unser Haus, ne? Ja, nicht vergessen. Geht da rein, da drüben in der Höhle? Guck mal, wie das schwebt. Ist ja lustig. Ach, und da sind Tintenfische. Sehr schön. Dann kriegen wir auch ein bisschen Tinte. Tintensäckchen. So, geht's da jetzt rein? Oder sieht das nur so komisch aus hier? Nee, ich glaube, das sieht nur so komisch aus. Und Kürbis. Und da oben sind Schweinchen. Ach, ist das schön. Ich mag die Karte, muss ich sagen. Es ist echt eine hübsche Karte. Nehmen wir mal den Kürbis mit. Man weiß nie, wofür man den noch brauchen kann. So, und ein paar Schweinchen. Schweini, Schweini. Ey, bleib da. Schweini. Nein. Hier. Ha. Ein bisschen hier. Schweinefleisch. Fleisch. Yay. Aha, das sieht echt lustig aus hier. Da ist Kohle. Oh, Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Yay, Kohle. Haha, sehr schön. Ich versuche jetzt einfach mal die hier Woodpick-Eggs aufzubrauchen. Damit wir nicht unbedingt die ganze Zeit rumschleppen. Und wegwerfen will ich sie nicht, weil es ist ja schließlich trotzdem Holz gewesen. Also ein Baum und so. Das wäre ja schon Verschwendung, wenn man die jetzt einfach so wegwirft. Ja, so denke ich. So, wir können mal gucken, ob wir auf dem Berg noch ein bisschen mehr Kohle finden. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Schuppidu. Nein, ich bin nicht Gronkh geschädigt. So. Boah, das sieht aber echt cool aus hier oben.
Also mehr Kohle. So. Cool. Schaut mal, wie der Fluss hier so eine Biegung macht. Das sieht ja echt mega aus. Boah. Und da drüben wohnen wir. Also im Moment noch. Ich glaube, das wird nicht unbedingt die ganze Zeit unser Domizil bleiben. Ja gut, hole ich mir erstmal die Kohle, die hier überall rumfliegt. Kohle, Kohle, Kohle. Noch mehr Kohle. Dann können wir auch schon bald mal so eine richtige Höhlentour wagen, wenn wir jetzt dann ein bisschen Fackeln haben und auch einigermaßen ausgerüstet sind. Zumindest mit Steinwerkzeugen. Wow, das ist aber voll die riesige Ader hier. Viel Kohle. Kohle, Kohle. Und langsam bekommen wir auch Hunger. Ihr seht's da an meinen Hühnchenschenkelbeinen, Balkendingern hier. Da scheint die Sonne durch. Ein bisschen Kobbel ist auch nicht schlecht, wenn wir die noch mitnehmen. Wie gesagt, damit wir uns so Steinwerkzeuge machen können. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht nicht unbedingt einen Minecraft Singleplayer starten soll, sondern ein Multiplayer, wo irgendwie auf einem Server oder irgendwo, ja, ich weiß nicht genau, so Spielserver da. Aber ich muss gestehen, ich war noch nie auf so einem richtigen Spieleserver drauf und kenne mich demnach auch null drauf aus. Und deswegen wäre das vielleicht etwas doof gewesen für die ersten Folgen. Und ich fail da die ganze Zeit rum und habe keine Ahnung, wie, wo und warum und was und überhaupt. Ja, deswegen habe ich mich jetzt entschieden, diese Folge hier aufzunehmen. Ups, jetzt ist sie weg. Dann nehmen wir jetzt die Steine. Geht auch ein bisschen schneller. Ja, wo war ich? Genau, erste Folge. Die vermutlich wahrscheinlich eh nicht erscheinen wird, deswegen quatsche ich hier einfach nur irgendeinen Quatsch. Naja, es geht eigentlich, oder? So schlimm ist es jetzt noch nicht. Aber es macht auf jeden Fall Spaß. Und das ist ja die Hauptsache, weil ohne Spaß, ne, weißt du schon. Und wir sind schon Level 6, wow. Nur von Kohle ernten, das ist doch super. Was ist das für eine riesige Ader hier? Wir haben doch da jetzt schon ewig dran rumgedoktert. Und hier sind noch mehr, guck mal. Okay. Aber ich lasse natürlich nichts zurück. So, haben wir jetzt alle. Wow. Riesiges Loch. So, da war doch noch irgendwo eine große Ader. Hier zum Beispiel. Wie viel Kohle haben wir denn? Schon einen Stack voll. Das ist doch super. Dann versuchen wir mal noch einen voll zu kriegen. Damit wir dann auch genug Kohle für den Ofen haben. Wenn wir dann unsere Unmengen an Silber und Gold und sonstigen Edelsteinen einschmelzen wollen. Edle Metalle und was es sonst noch so gibt, dass man einfach in den Ofen reinschmeißen kann. Bricks kann man machen, zum Beispiel aus Lehm, der da irgendwo im Fluss drin rum vor sich hin vegetiert. Da hinten war doch auch noch irgendwo Kohle, oder? Kohle? Kohle? Schweinchen! Guten Tag! Ich finde es so süß, wie die immer in Rudeln auftreten. Und, oh, es wird langsam Nacht. Dann würde ich sagen, trete ich mal so ganz langsam wieder den Heimweg an. Und dann kommen wir morgen nochmal her. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Also ich würde mir da nicht so trauen, wenn ich sage, wir kommen da wieder her, weil... Weißt du, ich und so. Es kann auch sein, dass mir dann einfach was ganz anderes einfällt und wir dann so, boah, guck mal da, das müssen wir uns unbedingt mal anschauen. Und dann bin ich schon wieder ganz weit weg und hab voll vergessen, was da eigentlich war. Naja. Hui. Ich bin übrigens nicht so der Fan von diesem schnellen Rumgelaufe. Ich weiß gar nicht warum. Es gibt da ja Minecraft-Spieler, die laufen da die ganze Zeit so schnell und springen durch die Gegend, um möglichst schnell von Ort zu kommen. So bin ich nicht. Also ich laufe normalerweise ganz normal und gucke mir die Gegend schön an, weil ich mag einfach die Gegenden in Minecraft so gerne. Und da ist auch unser Häusli. Und oh, guckt mal, es wird Nacht und sofort graut alles aus. Boah. Das wird aber schnell dunkel. Schnell rein. So, dann machen wir mal eben ein paar Fackeln. Oh, die dürften erstmal reichen. So. Boah. Gut, dann mache ich mal draußen auch eine hin. Wie unser Haus jetzt leuchtet. Finde ich ja schön. So. Wollen wir nochmal da runter? Ich meine, es ist so langweilig in der Nacht. Und schlafen ist ja auch langweilig. Also, ich glaube, ich grab uns noch ein bisschen hier drunter. Das ist eigentlich gar nicht mal so eine doofe Idee, wenn wir hier einfach mal was weghauen und da eine Fackel hinsetzen. Gucken wir einfach mal, was hier unter unserem Haus so los ist. Und sammeln natürlich ein bisschen Steine. Kohle. Kohle ist immer gut. Später werden wir die Kohle sehr wahrscheinlich liegen lassen, wenn wir einfach zu viel davon haben oder genug. Wobei man eigentlich nie genug Kohle haben kann, weil man braucht sie auch einfach immer. Egal, ob man die jetzt in den Ofen schmeißt oder für Fackeln braucht, Kohle ist immer gut. Komm schon. So. Und dann nehmen wir die drei hier auch nochmal mit. Oder auch mehr. Wäre natürlich klasse, wenn wir jetzt noch auf ein bisschen mehr Eisen stoßen würden. Das wäre nicht schlecht. Gehen wir mal in die Richtung. Boah, das ist jetzt... Oh, na gut. Ich glaube, das war das Zeichen, dass wir jetzt wieder hochgehen sollten. Erstmal, ach, hier können wir erstmal ein bisschen Kohle reinschmeißen und dann anschließend das ganze Essen mal machen und am besten dann auch mal das Eisen. So, jetzt muss man hier erstmal ein bisschen aufräumen. Wo kommt das Pferd? So, dann machen wir uns noch eine andere Pickaxe. Ich spiele übrigens auf Englisch. Einfach, weil ich so gewohnt bin. Ich spiele es irgendwie schon immer auf Englisch und deswegen spiele ich es halt auf Englisch. Ich finde es, ich habe mich halt dran gewöhnt und ich finde es jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. Ja, das ist der Grund. Können wir eigentlich gleich mehr machen, oder? So, was brauchen wir noch? Ja gut, wir können dann noch eine Schaufel machen, eine. Und die dann als Ersatz lagern. Dann, ja, eine neue Axt. So.
würde ich jetzt dann tatsächlich gerne gleich mal ein Schwertchen draus zaubern. So, und eigentlich können wir auch mal eben eine Kiste machen. So, Kiste. Für die wir jetzt natürlich nicht wirklich mehr Platz haben. Aber, ach, neben das Bett ist doch perfekt. So, was schmeißen wir denn rein? Den Kürbis, die Blumen, die Saplings, Leder. Brauchen wir jetzt auch nicht. So, mal gucken, ob wir die vier Fleisch noch gebraten bekommen. Sticks kommen mal da hoch. Kohle kommen darüber. Den machen wir voll. Hier sind jetzt mal unsere Materialien. So. Du. So, eins haben wir noch. Mist, jetzt hat es da ein neues Ding angefangen. Ja, gut, dann ist es halt so, meinetwegen. Ein Kohle verschwendet. Nein. Gucken wir mal raus zur Tür. Da brennt was? Da. Ach nee, das sind. Ach, das sind die Spinnenaugen. Aha. Guten Tag. Ich trau mich nicht. Ich gehe wieder rein. So, essen wir mal ein bisschen was. Und gute Nacht.